Im deutschen Forum DOS Forum stellte der User VesaLocalBus eine sehr ungewöhnliche Frage. Er hatte ein Problem mit einem, wenig überraschend, VesaLocalBus Board, diesem Gigabyte GA486VF. Er schrieb: Immer wenn ich einen Doppelpunkt tippe, stürzt das System ab. Es stellte sich heraus, das Problem ging viel weiter und es war nicht das System, das abstürzte, sondern die Tastatur. Offenbar schickt also der Tastaturcontroller irgendeinen Datenmüll an die Tastatur, die dann abstürzt. Ich wollte wissen, was für ein Datenmüll das ist und hierfür die Debug-Ausgaben meines Retroado Input verwenden. Mittlerweile ist dieses Board vollständig repariert. Es gab allerdings einige kuriose Erkenntnisse. Zum Beispiel hat das Board bereits YouTube-Karriere gemacht, nämlich auf dem Kanal Necroware. Solche Reparaturen für Dritte nennen sich zum Beispiel Fix My PC im deutschsprachigen Raum, zum Beispiel bei Senchili und Technikkeller, oder im internationalen Raum Fix or Flop von Greg Salazar. Begleitet mich also bei der ersten Folge von Fix My Retro PC. Versuchen wir doch einmal das Problem nachzustellen. Die Kompaktflashkarte mit dem PC-DOS 7.0 stammt vom Besitzer dieses Mainboards. Als Tastatur habe ich mich für eine Cherry G80-1000 mit Tendon Branding entschieden. Aktuell ist der deutsche Tastaturtreiber geladen, sodass wir genau die gleichen Bedingungen haben, unter denen der Besitzer auch das Problem hatte. Und hier hat auch schon die Shift-Taste die Tastatur zum Absturz gebracht. Durch Aus- und Einstecken können wir sie wiederbeleben. Und ja, mir ist bewusst, dass AT und PS2 keine hotplug-fähigen Interfaces sind. Ich hatte allerdings selbst nie irgendwelche Probleme damit. Und da dies Teil der Diagnose ist und auch der Besitzer des Boards das so gemacht hat, machen wir es auch so. Bei NumLock reagiert allerdings die LED nicht und die Tastatur ist bereits wieder abgestürzt. Auch ein Aus- und Einstecken kann sie in diesem Fall nicht wiederbeleben. Da dieses Fehlerbild sogar noch schlimmer war als das, was der Besitzer beschrieben hatte, habe ich die Tastatur mal ausgetauscht. Nun benutze ich eine Cherry G81-3000 und ja, bis darauf, dass ich irgendwann mal die grünen gegen blaue LEDs getauscht habe, kam sie so aus dem Werk. Und wieder einmal müssen wir die Tastatur aus- und einstecken, da wir sie mit der Shift-Taste zum Absturz gebracht haben. Und nun zeige ich euch eine Kuriosität, von der auch der Besitzer berichtete. Scheinbar aktiviert die NumLock-Taste die Caps-Lock-LED. Und wieder einmal ist unsere Tastatur abgestürzt. Also wieder einmal aus- und einstöpseln und ein wenig zufälliges Verhalten beobachten. F5 beim Bootvorgang überspringt die Config-Sys-and-Auto-Exec-Bat. Wir haben also nun keinen Tastaturtreiber geladen und somit die englische Tastatur und alles funktioniert. Und wie sieht es in Windows 95 mit deutschem Tastaturtreiber aus? Nun scheinbar genau der gleiche Fehler. Auch hier kann man die Tastatur durch Aus- und Einstöpseln wieder zum Leben erwecken.
Und damit wir auch ja kein Betriebssystem auslassen, kommt nun eine CF-Karte von mir zum Einsatz mit DOS 622. Ich denke, ihr ahnt es schon. Um zu verstehen, was hier vor sich geht, müssen wir erst einmal nachvollziehen, wie die bidirektionale Kommunikation einer AT-Tastatur funktioniert. Beim Drücken einer Taste wird ein Make-Code geschickt, bei der Taste A zum Beispiel HEX1C. Beim Loslassen der Taste wird ein Break-Code geschickt, bestehend aus HEX F0 und dem Make-Code der Taste. Beim Drücken einer Lock-Taste schickt der Computer den aktuellen Status der LEDs. Das besteht aus dem Kommando HEX ED und dem Status von Caps, Num und Scroll. Caps Lock ist hier ein Spezialfall. Im OS-Layout ist es ein Umschalter. Einmal drücken zum Aktivieren und noch einmal drücken zum Deaktivieren. Auf dem deutschen Layout hingegen ähnelt das Verhalten einer alten mechanischen Schreibmaschine. Hier verriegelt man durch die Caps Lock-Taste, löst allerdings wieder durch die Shift-Taste. Caps Lock ein weiteres Mal zu drücken, wird nicht umschalten. Und da hier die Shift-Taste aktiven Einfluss auf den LED-Status hat, haben wir hier vermutlich auch unseren Grund, weswegen die Shift-Taste die Tastatur zum Absturz bringt. Nun ist es also an der Zeit, mal den Retro-Ado-Input auszupacken. Hier muss man sagen, immerhin stürzt nichts ab, die LEDs machen irgendwas, auch wenn es nicht immer ganz zum Verhalten passt. Aber am Ende, so richtig gut funktioniert es nicht. Seht einfach selbst. Schauen wir uns doch einfach mal die seriellen Debug-Messages vom Retro-Ado-Input an. Und jetzt verstehe ich auch, warum die LEDs zwar reagieren, aber nicht immer zum Verhalten der Tastatur passen. USB-Tastaturen haben beides, einen LED-Set-Befehl und Auto-Toggle. Und die Tastatur toggelt die LEDs einfach, da sie keine Set-Kommandos erhält. Hier seht ihr das Ergebnis noch einmal vergrößert. Jede Menge Tastendrücke, aber keine LED-Set-Kommandos. Und ohne AT-LED-Set-Kommandos vom Host kann der Retro-Ado-Input auch keine LED-Set-Kommandos an die Tastatur senden. Um einmal zu zeigen, wie es aussehen soll, habe ich mal ein anderes Mainboard genommen. Mein BioStar MB1433-4050UIV, das übrigens dieses coole Army WinBIOS hat. Hat nichts mit dem Thema zu tun, aber ich find's gut. Und hier seht ihr, wie es wirklich aussehen sollte. Jeder Tastendruck auf einer der Lock-Tasten und auf der deutschen Tastatur auch Shift löst ein Host-to-Device-Kommando Set-LEDs aus. Verantwortlich für dieses Problem könnte das BIOS sein oder der Intel 8042 kompatible Tastaturcontroller, in unserem Fall ein Army Key 2. Oder wie wir auf diesem Schaltplan sehen, eventuell auch ein 74LS06 Logikchip, der das Signal vom Controller zur Tastatur invertiert und puffert. Eventuell ist es dieser hier, wir kommen dazu später. Als ersten Test tauschen wir einmal den Army Key aus. Glücklicherweise hat der Besitzer dieses Mainboards bereits ein Ersatzexemplar gekauft und es mit dem Mainboard zusammen mitgeschickt. Und, hat sich irgendwas geändert? Computer sagt nein. Um alle Ergebnisse so reproduzierbar wie möglich zu halten, tausche ich den Tastaturcontroller wieder zurück.
Als nächstes schauen wir uns dann das BIOS an. Erst einmal das Etikett abknibbeln, um zu sehen, welchen Bausteintyp wir hier haben. Ein 27C512 von Texas Instruments. Schauen wir doch mal auf die RetroWeb nach einem anderen BIOS. Bild stimmt, das ist unser Board. Im Download-Bereich finden wir nur ein einziges BIOS-Image und das hat eine ältere Versionsnummer als das installierte. Bevor ich hier mit irgendwas weitermache, erstelle ich erstmal einen BIOS-Dump. Hierfür benötigen wir nun den Chiptyp. Wir erinnern uns, ein 27C512 von Texas Instruments. Also rein mit dem Chip in den TL866 und die Read-Taste gedrückt. Allerdings sollten wir uns noch eine Sache ansehen. Neben dem GA486VF, also Viktor Friedrich, gibt es noch ein 486VS, also Viktor Siegfried. Das VF und das VS sind im Prinzip identisch, bis auf die RAM-Slots. Daher schauen wir doch mal, welche BIOS-Versionen es hier gibt. Und hier finden wir auch eines mit der Versionsnummer, die wir auf unserem VF hatten. Und verwenden wir mal den Hex-Editor HXD zum Vergleichen, dann sehen wir, die beiden Dateien sind tatsächlich identisch. Es sollte sich später herausstellen, die Boards verwenden tatsächlich das gleiche BIOS. Allerdings machen wir jetzt erstmal ein Downgrade auf die alte Version von die RetroWeb. Da wir hier noch einen EEPROM und keinen EEPROM haben, müssen wir den Chip zuerst mit UV-Licht löschen. Das kann ein ganzes Weilchen dauern. Eine Ewigkeit später. Der Löschvorgang sollte nun fertig sein. Aber lesen wir den Chip doch erstmal aus, um zu sehen, ob auch wirklich alle Zellen sauber gelöscht wurden. Ansonsten kann es zu Problemen kommen. Bei den alten EEPROMs muss gegebenenfalls noch der Check-ID-Haken entfernt werden. Anderenfalls könnte eine Fehlermeldung erscheinen und der Programmer startet nicht. Der BIOS-ID-Code passt zur programmierten Version. Aber ganz offensichtlich haben wir immer noch die gleichen Probleme, die wir vorher auch hatten. Schauen wir uns nun den zuvor erwähnten Inverter einmal an. Da der auf dem Gigabyte-Board verdächtigte Chip jedoch ein 7404 und kein 7406 ist, schauen wir uns erstmal ein Board aus meinem Fundus an, ein MSI 4144. Bei diesem sitzt der LS7406 zwischen dem zweiten und dritten ISA-Slot und zeigt genau das Verhalten, das wir gemäß Schaltplan erwarten. Der auf diesem Board verbaute 7404, ebenfalls ein Inverter, ist allerdings nirgendwo an den Tastaturport angebunden. Hier sind scheinbar die Daten- und Clock-Ein- und Ausgänge des Controllers, ohne zwischengeschalteten Inverter oder Puffer, direkt an den Tastaturport angebunden. Ich habe mir im Internet also nochmal ein paar Bilder von dem Mainboard angesehen, und egal wo ich gucke, es ist immer ein Lens LT38C41.
manchmal in der großen und manchmal in der kleinen L-Variante. Außer auf einem Bild, da war es ausnahmsweise mal ein NEC. Und so ein Tastaturcontroller ist ja eigentlich nur ein Mikrocontroller. Die geheime Zutat ist der Code, der darauf läuft. Und vielleicht passt genau dieser gerade nicht zu unserem Mainboard. Ich bin also rüber ins deutsche Forum DOS Reloaded, wo auch der YouTuber Necroware aktiv ist. In einem seiner Videos hatte er schon mal vergleichbare Probleme mit dem Keyboard-Controller. Ich wusste allerdings nicht mehr welches, also habe ich mal nachgefragt. Er hat mir den Link gepostet und bei der Gelegenheit direkt auch noch ein paar Ersatz-Keyboard-Controller zum Testen angeboten. Hören wir mal zu, was seine Probleme waren. As I looked at the socket for the controller once again, I noticed this soldered jumper JP32, which clearly says keyboard clock 14.3 MHz or some AT clock. The jumper was obviously hard set to AT clock. And if I think about it for more than 3 seconds, I realize that the issues I observed previously could have something to do with the wrong clock. Was an der Stelle wichtig ist, es handelte sich um einen Lenz-Controller, den er ausgetauscht hat. Dieser saß in diesem Video auf einem Gigabyte GA486VF, also genau das Board, was wir gerade vor uns haben. Und da er im gleichen Video auch noch eine defekte Leiterbahn unter einem Cache-Sockel repariert hat, fragte er mich, ob bei diesem Board diese Stelle auch repariert ist. Und als könnte dieses Video nicht schon kurios genug sein, hier ist die reparierte Stelle auf dem Board, das ich auf dem Tisch liegen habe. Dieses Board hat also schon mal YouTube-Karriere gemacht bei Necroware. Nachdem Necroware das Board repariert hat, hat er natürlich auch den Tastaturcontroller getestet. In diesem Ausschnitt von seinem Video sieht er, dass es im BIOS getestet hat, aber er hat es auch unter DOS mit deutschem Tastaturtreiber probiert. Alles sehr seltsam, aber warten wir mal auf die Chips, die er geschickt hat. 3 Tage später. Und hier sind sie. Der MB300E weicht etwas ab, vielleicht funktioniert der ja. Ansonsten werde ich bei unterschiedlichem Verhalten auch mal alle Chips mit einem N für nicht invertiert und einem I für invertiert markieren. Okay, soweit hatten alle Chips das gleiche Verhalten. Der Fehler konnte nicht gelöst werden. Nur der MB300E ist komplett ausgerastet. Ich vermute also mal, dass der mit der AT-Clock und nicht mit dem höheren Takt läuft, sodass ich die Modifikation, die Necroware vorgenommen hat, wieder rückgängig machen muss. Wie ihr seht, egal welche Taste ich drücke, die LEDs machen, was sie wollen. Und damit ich nicht bei jeder Änderung die Drahtbrücke umsetzen muss, installiere ich einfach einen dreipoligen Jumper-Header. So kann man dann später den Takt über die Steckbrücke ändern. Und ja, löten kann ich, aber löten vor der Kamera, sodass man auch erkennt, was ich mache, das muss ich wohl noch üben. Und hier ist er, der MB300E, mit dem neu eingesetzten Jumper. Eine ziemlich enge Nummer. Blöderweise läuft der Chip zwar auf dem gleichen Takt wie der Lenz, verhält sich aber wie alle anderen Controller. Es läuft nicht. Aber wenn der Inverter fehlt, können wir ihn einfach dazwischen bauen? Klar können wir. Die Lösung könnte in etwa so aussehen. Ob das funktioniert, weiß ich nicht, aber es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Also probieren wir es. Hier sind die Platinen aus China. Wir müssen auch ein SMD-Teil verlöten. Erstmal ordentlich Flussmittel auf die Pads auftragen. Dann ordentlich Lötzinn auf die Pads auftragen. Und nun, dass genug Flussmittel und Lötzinn aufgetragen sind, verlöte ich den Chip mit Heißluft.
Wenn ihr solche Zwischensockellösungen baut, lohnt es sich immer, diese Präzisionsstiftleisten zu verwenden. Die dickeren Stiftleisten, wie Sie zum Beispiel beim Arduino Anwendung finden, können möglicherweise den Sockel beschädigen oder passen gar nicht in ihn herein. Damit alles sauber ausgerichtet ist, können wir die eine Seite der Stiftleisten direkt in einen Sockel hereinstecken und dann von der anderen Seite die Platine aufsetzen. Nun können wir den Hilfssockel entfernen. Das überschüssige Flussmittel auf dieser Seite der Platine habe ich ohne Kamera entfernt. Nun können wir den Sockel für den Tastaturcontroller einsetzen und von der anderen Seite verlöten. Und hier ist unser Adapter. Sieht er nicht wunderschön aus? Ja, er sieht nicht wunderschön aus. Also einmal raus mit unserem Tastaturcontroller und den Jumper für den Takt wieder auf AMI-Key angepasst. Und hier ist so grob, dass er sich befürchtet hatte. Ein bisschen zu groß ist auch zu groß. Die Lösung für jetzt, wir stapeln einfach ein paar Sockel. So kann die Platine etwas oberhalb des ESA-Slots schweben und kommt sich nicht mit ihm in die Quere. Jetzt noch den AMI-Key-Controller einsetzen und schauen, dass auch alles festsitzt. Okay, das hat die ganze Situation nur verschlimmert. Die Tastatur reagiert gar nicht mehr. Habe ich noch etwas vergessen? Die Kondensatoren und Induktoren sollten eigentlich nur der Entstörung dienen und müssten schon auf dem Board vorhanden sein. Aber scheinbar habe ich ein paar Pull-Up-Widerstände übersehen. Ja, was soll ich sagen? Es sieht lustig aus und funktioniert nicht. Und hier wäre normalerweise der Punkt, wo ich aufgegeben hätte. Ich weiß zwar, was es ist, aber kann es mangels Ersatzteile nicht reparieren. Allerdings hatten nun zwei DOS Reloaded User, i440BX und Giuliamo XT, Lens-Controller in ihren Ersatzteilen gefunden. Also alles nochmal auf Anfang, dieses Mal mit dem Controller von Giuliamo XT. Und hier sind sie, die Chips, die Giuliamo XT mir geschickt hat. Wir haben hier zum einen Lens LT38C41, also genau der Chip, der eigentlich auf dieses Board gehören sollte. Sollte doch funktionieren, oder? Und dann haben wir hier noch einen Chip von der Marke Regional, von der habe ich noch nie etwas gehört. Die Teilenummer HT6542 deutet für mich allerdings auf Holtec hin. Und etwas Google bestätigt, es sollte ein Holtec sein. Der Lens benötigt den AT-Clock-Takt, also setzen wir den Jumper mal wieder um. Also rein damit, unsere Lösung, hoffentlich, der LT38C41.
Erst einmal rein ins BIOS. Da testen wir erstmal, ob die Grundfunktionen vorhanden sind. Die Tastatur reagiert schon mal, das ist gut. Jetzt kommt der Numlock-Test und irgendwie benimmt sich diese Taste schon im BIOS daneben. Scheinbar hat sich die Situation mit dem neuen Controller sogar noch verschlimmert. Also raus mit dem Lens und rein mit dem Regional bzw. Holtec-Controller. Vielleicht funktioniert der ja. Im BIOS sieht jedenfalls alles schon mal relativ normal aus. Die grundlegenden Tasten funktionieren. Auch die Lock-Tasten reagieren, wie sie sollen. Ein guter Anfang. Aber da wir ja wissen, dass es erst mit dem deutschen Tastaturtreiber problematisch wird, gehen wir mal ins Betriebssystem. Und auch hier macht erstmal alles einen sehr guten Eindruck. Ich glaube, das Mainboard funktioniert wieder. Aber bevor ich zu früh urteile, probieren wir mal eine andere Tastatur. Mal sehen, ob die Cherry G80 unsere Hoffnungen bestätigen kann. So ganz richtig sieht das nicht aus, wenn man etwas intensiver und länger testet. Also ein weiterer Test, laden wir mal Checkit und gucken, wie die Tastatur-LEDs dort reagieren. Und das sieht sogar schon fast richtig aus, außer dass die Scroll-Lock-LED nicht angeht, wenn sie soll. Probieren wir noch einmal den Takt zu ändern. Vielleicht verbessert das ja die Situation. Und das sieht schon mal deutlich besser aus. Und auch in Checkit leuchten alle drei LEDs dann, wenn sie sollen. Eine Sache möchte ich aber noch ausprobieren. Wie verhält sich denn der Lens-Controller mit dem anderen Takt? Und glaubt es oder nicht, aber in einem vorherigen Test ohne Kamera hat das wunderbar funktioniert. Jetzt sehen wir hier einige kleine Probleme. Die Lock-Tasten schalten nicht immer, wenn sie sollen. Jetzt ist aber noch eine Sache, die ich testen möchte. Jetzt, wo wir einen funktionierenden Keyboard-Controller, den Regional, haben, funktioniert der Retroado-Input. Und was mich schon etwas nervös macht ist, wir sehen keine Handshakes für Keyboard-Reset-Kommandos während dem Boot-Prozess.
Meine Vermutung ist, dass wir hier noch einen kleinen Designfehler im Retroado Input haben, der bei diesem speziellen und seltenen Board-Design zu diesen Fehlern führt. Wie ihr sehen könnt, werden zwar alle Tastendrücke korrekt registriert, wir bekommen aber keinen Handshake zum Setzen der Tastatur-LEDs. Je nachdem, wie lange ich das Board noch habe, werde ich noch ein wenig testen. Vielleicht benötige ich ja ein paar Pull-Up- oder Pull-Down-Widerstände im Design. Als Abschluss möchte ich noch einmal mit der Kompaktflächkarte des Besitzers des Boards testen, mit DOS 7.0 und Windows 95. Diese Zeit möchte ich auch nutzen, um ein kleines Fazit zu ziehen. Das Fehlverhalten des Retroado-Inputs und der fehlende Inverter könnten mich auf eine falsche Fährte geführt haben. Am Ende vermute ich, dass wir hier immer noch ein Timing-Problem hatten und manche Tastaturen wesentlich empfindlicher dafür sind. Das könnte auch der Grund sein, warum es bei Necroware funktioniert hat. Er benutzte eine deutlich modernere Cherry G80800 und es kann durchaus sein, dass deren Controller wesentlich unempfindlicher ist gegen Timing-Probleme, die vom Mainboard-Tastaturcontroller verursacht werden. Und dann wären da noch ein paar Worte zu diesem Format. Es war unheimlich herausfordernd, hat sehr viel Spaß gemacht, aber auch unheimlich viel Zeit verschlungen. Und da ich ohnehin schon Zeitmangel habe, ansonsten würden nicht so unregelmäßig nur Videos auf meinem Kanal erscheinen, bitte ich davon abzusehen, mir weitere Reparaturanfragen einfach so zu schicken. Sollte ich jedoch in einem Forum wie DOS Forum oder DOS Reloaded weitere Anfragen dieser Art finden und ich weiß, ich kann helfen, dann werde ich mich der Sache natürlich gerne annehmen. Am Ende sieht es aus wie ein Happy End für den User VesaLocalBus und sein VesaLocalBus-Board, das Gigabyte GA486VF. Schreibt gerne mal in die Kommentare, findet ihr solche Diagnose- und Reparaturvideos spannend? Wenn ja, gebt dem Video auch gerne einen Daumen nach oben. Um keine weitere solcher Inhalte zu verpassen, gerade auch weil sie so unregelmäßig kommen, abonniert auch gerne den Kanal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis zum nächsten Mal.